Hallo Freunde der Sonne! So, gerade mal kurz wieder mit Helm. Es geht gerade um die Fortsetzung von Android Auto und die Nutzung von Google Maps oder Kalimoto, AmiGo und. Also, kurz zum Fazit. Google Maps und AmiGo funktionieren natürlich. Es wird dann immer die zuletzt gewählte Karte verwendet. Ich habe jetzt mal auf meinem Handy Kalimoto angemacht, um zu gucken, ob das dann irgendwann irgendwie im Display auftaucht. Tut es leider nicht. Also machen wir das Spiel jetzt mal mit AmiGo von TomTom und gucken mal kurz, wie sich das verhält. Wir wissen ganz klassisch, wenn wir Google Maps ausgewählt hatten und dann die Sprachsteuerung hier anwählen über das Knöpfchen mit unserem Headset im Helm, dann kann ich also angeben, wohin ich fahren möchte. Das gleiche probiere ich dann jetzt auch mit AmiGo, weil ich das eben als letztes verwendet hatte. Gehen wir mal davon aus, ich bin einfach in meinem Tourenmodus oder in meinem ganz normalen Modus und sage jetzt, ich möchte irgendwo hinfahren. Navigiere zum Brandenburger Tor Berlin. So. Ihr seht, 15 Minuten, AmiGo ist da. Ich kann jetzt mit den Knöpfen hier leider nicht hier oben drin navigieren. Ich komme nicht in dieses Betriebsfeld. So, da der Touchscreen während der Fahrt ja auch nicht bedienbar ist, ist das irgendwie ein ganz schönes Manko. Dann probiere ich jetzt mal was. Ich gehe also mit einem Klick zurück in das normale. Jetzt drücke ich ganz lange, gehe auf Android Auto, aber auch jetzt, ich komme nicht hier oben in das Bedienfeld. Guck mal, Musik. Klicke zurück. Ah, was für ein Trick. Habt ihr das gesehen? Ich war unten in dem Player und dann bin ich zurückgegangen. Mal gucken, ob ich das nochmal so hinkriege. Also, ich drücke lange. Navigiere zum Brandenburger Tor Berlin. Wieso auch immer bin ich jetzt halt in dem Feld drin. Jetzt klappt es also. Warum das wie passiert während der Fahrt, wäre es natürlich irgendwie uncool, wenn das so ist. Fazit. Kalimoto geht. Und jetzt navigiere ich mal hier durch. Hier komme ich in die Einstellungen. Mausstraßen, Pferdverbindung, Autobahn. Was möchte ich vermeiden? Bei AmiGo ist es so, dass ich während der Fahrt zum Beispiel nicht Autobahn vermeiden kann und dann die Route neu berechnen. Bei Google Maps geht es zum Beispiel. Und komme ich zum Beispiel hier gerade nicht raus. Ihr seht, ich bin hier oben drin. Klicke hier drauf. Jetzt klicke ich mal ein bisschen weiter. Komme nicht hier raus. Dann gehe ich mal wieder in Android Auto, komme auch nicht hier raus. Das ist natürlich während der Fahrt echt ein Problem. Gut, mein Fazit, ich würde AmiGo jetzt nicht unbedingt benutzen während der Fahrt. Bei mir ist es im Hintergrund eh immer auf. Gehen wir einmal kurz zurück, wenn ich jetzt zuletzt Google Maps auf hatte und dann sage ich, gehe ich jetzt mal wieder zurück und sage, navigiere zum Brandenburger Tor Berlin. Ihr seht, ich bin halt jetzt da oben drin und kann jetzt während der Fahrt, die ist jetzt schon aktiviert, kann ich jetzt hier die Routenoptionen machen, zum Beispiel Autobahn oder an oder aus. Warum ist das sinnvoll? Für mich ist das wirklich mal sinnvoll gewesen, weil ich unterwegs dann gesagt habe, boah nee, jetzt fahre ich ja doch ein bisschen schneller. Will doch schneller nach Hause kommen. Ich habe weiter zurückgedrückt und komme jetzt hier in diese Hauptnavigation rein. Das ist also wesentlich unkomplizierter als bei AmiGo. Mein Fazit also zu Google Maps.
Kalimoto, Kurviga, Amigo etc. Also ich nutze ehrlicherweise für die Navigation Kurviga oder Kalimoto und lasse mir das dann einfach übers Ohr sagen. Finde ich auch insgesamt ein bisschen angenehmer, dass ich nicht abgelenkt bin von dem Bildschirm. Wenn ich dann aber mal auf die Schnelle zum Beispiel eine Tankstelle suche oder irgendwas oder einmal den Verkehr gucken möchte, dann schalte ich auch schon mal Google Maps an oder für kurze Strecken, vor allem innerhalb der Stadt. Klar, was noch nett ist, ist halt den Straßenverlauf zu sehen auf dem Display. Dafür könnte man es auch so ein bisschen nutzen. Also wie eng ist vielleicht eine Kurve etc. etc. Aber auch da, ich meine, klar, wann gucke ich mir das an? Kilometer vor, weil ansonsten sollte ich ja lieber mal auf die Straße gucken. Sind vielleicht auch einfach ein bisschen persönliche Vorlieben oder woran ist man gewöhnt? Und Amigo habe ich sowieso immer im Ohr. Das geht automatisch an, wenn ich mein Bluetooth-Headset verbinde oder eben das Handy mit dem Motorrad dann selber. Dann geht sofort immer Amigo an und da haben wir also diese, ich sage jetzt mal, nützlichen Informationen für uns als Motorradfahrer. Die habe ich dann sowieso im Ohr, auch wenn ich also mit Google Maps zum Beispiel navigiere oder mit Kurviga oder Kalimoto navigiere. Kalimoto hat das natürlich auch schon mit drin. Bei einer nächsten Tour probiere ich vielleicht einfach mal Kalimoto ins Ohr zu machen, weil mir bei Kurviga zum Beispiel gar nicht gefällt, dass wenn man sich verfährt, dann schafft er halt erst sehr spät eine neue Route zu brechen, denn der sagt die ganze Zeit in 200 Metern rechts abbiegen, in 400 Metern rechts abbiegen, in 600 Metern rechts abbiegen, weil ich mich immer weiter von der Kurve entferne und dann, weil ich ja eigentlich hätte links abbiegen müssen und dann denkt dann immer, ich fahre jetzt gerade zurück und biege dann in 600 Metern rechts ab, dann 800 Metern rechts etc. Also super nervig unterwegs und das kann man natürlich nicht ansteuern. Im Fazit finde ich Amigo ein bisschen buggy, also manchmal habe ich es geschafft da reinzukommen, manchmal eben nicht in die Bedienung währenddessen und so richtig habe ich das noch nicht nachstellen können, wann das denn nun so war. Und von daher, Google Maps ist irgendwie die sicherere Variante dafür. Google Maps kann ich irgendwie besser ansteuern von unterwegs auch mal schnell noch die Einstellung für die Route ändern etc. Bei Amigo bin ich doch irgendwie wesentlich abgelenkter, hatte ich das Gefühl. Und insgesamt finde ich das Ansteuern über den Display während der Fahrt sowieso nicht ganz so gelungen. Mich lenkt das ganz schön ab, ehrlich gesagt. Daher mal gucken, was Kalimoto da so drauf hat. Ich melde mich mal, wenn ihr Lust habt dazu. Teilt eure Erfahrungen und ja. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich jetzt zu Amigo und Google Maps. Ich bin mal gespannt, wie ihr das so macht.